Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 46. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du überall bei uns bist, wo immer wir auch sind, und dass du uns immer Kraft schenken möchtest, der Sünde zu widerstehen, sprich auch heute durch dein Wort zu uns im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 1 Mose 39. Joseph hat gerade den Avancen der Frau des Potiphar treu widerstanden und sie hat ihn jetzt beschuldigt. In Vers 15, als er nun hörte, dass ich meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Obergewand neben mir liegen und floh hinaus. Und sie ließ sein Obergewand neben sich liegen, bis sein Herr nach Hause kam. Dem erzählte sie die gleiche Geschichte und sprach, der hebräische Knecht, den du uns gebracht hast, ist zu mir hereingekommen, um Mutwillen mit mir zu treiben. Als ich aber meine Stimme hob und schrie, ließ er sein Obergewand neben mir liegen und entfloh nach draußen. Der Satan hat diese Eigenschaft, dass er die Dinge, die er selbst tut, anderen zur Last legt. Und so sehen wir ganz oft auch in unserem Leben, dass Menschen anderen das vorwerfen, was sie selbst eigentlich tun und denken. Und vielleicht hast du es auch schon in deinem Leben beobachtet. Wir sollten uns dagegen wirklich durch, durch Gebet schützen, dass wir diese so eine Einstellung nicht an den Tag legen. Da heißt es in Vers 19, als nun um sein Herr die Rede seiner Frau hörte, als sie sprach, so und so hat mir dein Knecht getan, da entbrannte sein Zorn. Und der Herr Josefs nahm ihn und warf ihn ins Gefängnis, dorthin, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen, so war er dort im Gefängnis. Man kann davon ausgehen, dass wenn der Potiphar die Geschichte wirklich vollständig geglaubt hätte, dass er wahrscheinlich den Josef umgemacht hatte. Wahrscheinlich hat er selbst geahnt, dass es gar nicht so gewesen ist, aber hat aus familienpolitischen Gründen, den Josef hier über die Klinge springen lassen und ihn als Bauernopfer geopfert. Und das passiert uns auch mal im Leben, dass wir leiden müssen, weil andere schlecht handeln und uns beschuldigen. Aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Und der Kerkermeister gab alle Gefangenen, die im Kerker waren, in Josefs Hand. Und alles, was es dort zu tun gab, geschah durch ihn. Der Kerkermeister kümmerte sich nicht im Geringsten um irgendetwas, das, in die Hand, das Josef in die Hand nahm, denn der Herr war mit ihm und der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Ganz egal, in welche Situation wir kommen, selbst wenn wir ins Gefängnis kommen, Gott kann auch dort für uns wirken und auch dort uns zu einem Segen machen, wenn wir ungerechterweise leiden, weil andere uns völlig unschuldig, also trotz unserer Unschuld beschuldigen und uns in negative Situationen bringen, dürfen wir wissen, Gott hört nicht auf, uns zu segnen. Negative Umstände sind kein Beweis dafür, dass Gott aufgehört hat, uns zu segnen. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass der Mundschenk des Königs von Ägypten und der oberste Bäcker sich gegen ihren Herrn, den König von Ägypten, versündigten. Da wurde der Pharao zornig über seine beiden Hofbeamten, den obersten Mundschenk und den obersten Bäcker. Und er ließ ihn Haft setzen im Haus der, des Obersten der Leibwache in den Kerker, in dem Josef gefangen lag. Und der Oberste der Leibwache übertrug Josef die Sorge für sie und er diente ihn und sie waren längere Zeit im Gefängnis. Dieser Oberste der Leibwache ist Potiphar. Gott hatte den Josef so sehr gesegnet, dass auch als er im Gefängnis war, selbst Potiphar dann merkte, dass man dem Josef vertrauen kann. Und sie hatten beide einen Traum in derselben Nacht, jeder einen Traum von besonderer Bedeutung. Der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten, die in dem Kerker gefangen lagen. Als nun Josef am Morgen zu ihnen kam, sah sie an und siehe, sie waren bedrückt. Da fragte er die Höflinge des Pharao, die mit ihm im Gefängnis seines Herrn waren und sprach, warum macht ihr heute ein so finstres Gesicht? Es lohnt sich, dass, äh, den Gesichtsausdruck unserer Mitmenschen mal ein bisschen genauer zu studieren und zu schauen. Wer vielleicht traurig und bedrückt aussieht und zu fragen, was der Grund ist. Sie antworteten ihm: Wir haben einen Traum gehabt und keiner ist da, der ihn deuten kann. Josef sprach zu ihnen: Kommen die Deutungen nicht von Gott? Erzählt es mir doch. Ein wichtiges Prinzip: Die Auslegung der Prophetie, wenn es auch um die Zukunft geht, ist nicht eine menschliche Sache, sondern die Auslegung kommt immer von Gott. Auch die Bibel legt sich selbst aus. Da erzählte der oberste Mundschenk dem Josef seinen Traum und sprach: In meinem Traum. Siehe, da war ein Weinstock vor mir, und an dem Weinstock waren drei Reben, und als er knospte, kn knospte, gingen die Blüten auf, und seine Trauben bekamen reife Beeren. Ich aber hatte den Becher des Pharao in der Hand, und ich nahm den Weintrauben, die Weintrauben und presste sie aus den Becher des Pharao in den Becher des Pharao und reichte den Becher dem Pharao. Da sprach Josef zu ihm: Dies ist die Deutung. Die drei Reben sind drei Tage. In drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in dein Amt einsetzen, so sodass du dem Pharao den Becher reichen wirst, wie du es früher zu tun pflegtest, als du noch sein Mundschenk warst. Solltest du dann etwa an mich denken, wenn es dir gut geht, so erweise mir Barmherzigkeit und erwähne mich bei dem Pharao und bringe mich aus diesem Haus heraus. Denn ich bin aus dem Land der Hebräer geraubt worden und habe auch hier gar nichts getan, weswegen man mich einsperren müsste. Halt mir fest, egal wo wir sind, Gott ist mit uns und zeigt durch seinen Segen auch anderen, dass er unser Leben führt. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, manchmal haben wir den Eindruck, dass es sehr ungerecht in unserem Leben zugeht und dass wir vielleicht auch tatsächlich ungerecht leiden. Aber egal wie es uns geht, du willst bei uns sein und du willst uns segnen und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.